Sie denken, was ist hier los? Hören Sie hin! Ja! Yeah! Heute startet die Oktoberfestwoche bei den Topfgeldjägern. Aber wie immer erstmal, Topfgeldjäger, eure Zeit, die läuft ab jetzt! Willkommen zur Oktoberfestwoche. Mein Name Steffen Seppel Hensler. Und ja, wir machen heute alles rund ums Oktoberfest. Eigentlich die ganze Woche. Das heißt, wir haben wieder Special-Woche, die schnelle Nummer. Handelt wieder von dem Oktoberfest und wir erzählen ein paar Infos. Frank hat sich, glaube ich, auch sehr schick gemacht heute und so. Also seien Sie gespannt, was wir wieder vorhaben. Da gucken wir mal, was unsere beiden, wie soll ich sagen, Mietnomaden so treiben. Udo und Ina. Sie sehen, wir haben das Aquarium mal wieder ein bisschen geputzt, ja, damit Sie zu Hause auch die Fische noch mal erkennen können. Sie sind doch noch drin. Wo haben wir ihn? Oh, komm her. Hier ist einer. Ja. Wir haben auch hier neue Bepflanzungen hinten. Die haben wir jetzt rot. Einfach so ein bisschen für die Farbgebung. Sie merken, die sind gut drauf. Wir auch. Schauen wir mal in den Warenkorb. Und das ist fast wie Goldfisch. Schauen Sie mal. Sieht genauso aus. Geht los mit Saiblingsfilet. Dann haben wir eine Gurke, Focaccia, dieses leckere Brot. Dann eine geräucherte Forelle, Paprikaschoten, leckeren Dill haben wir unter unserer Kräuterhaube. Dann Basmati-Reis. Und dann, was serviert man, um Angela Merkel zu ärgern? Richtig griechischen Joghurt. Dann haben wir Aprikosen hier oben, Marzipan, Rosinen und jetzt halten Sie fest, wie Zutat des Tages. Eierlikör. Ja. War die denn lecker? Eierlikör. Horst Lichter liebt ihn. Und hier kommen unsere Top-Infos zur Zutat des Tages. Auf Platz 1. Der Eierlikör stammt eigentlich von Ureinwohnern des Amazonas ab. Diese tranken ein aus Avocado und Rum hergestelltes Erfrischungsgetränk namens Abacate. Dieses wurde von europäischen Erobern entdeckt und aus Mangel an Avocados mit Eiern zubereitet. So entstand der heutige Eierlikör. Auf Platz 2. Eierlikör kann nicht verderben. Doch sollten geöffnete Flaschen innerhalb von 6 Monaten aufgebraucht werden, da sonst der Geschmack verloren geht. Und auf Platz 3, mit einem Mindestalkoholgehalt von 14%, zählt Eierlikör zu den Spirituosen mit dem geringsten Alkoholgehalt. Auch noch gesund, unsere Plöcke. Jawoll! Sehr schön. Vorbildfunktion. Kommen wir zu unseren Damen, die heute schon bei 2000 Euro sind. Hier sind Angelika und Birgit. Herzlich willkommen. Da-da-da. Hello. Hallo. Wie ist das, wer Sie befindet? Nee, grüezi. Nee, grüezi. Nee, das ist ja Schweizerisch. Nee. Was nee. Sagen die Bayern? Was sagen die an? Grüß Gott. Grüß Gott. Genau. Wie geht's euch heute? Ja, danke. Ganz gut. Ganz gut. Wir hatten ein schönes Wochenende. Ja. Ja. Schön gut. In Hamburg geblieben. Wunderbar. Na klar. Ah, Hafenrundfahrt. Ja, und auf der Alster. Oh. Super Essen gewesen in einem netten Restaurant in Eppendorf. Oh. Ja. Sag ruhig den Namen. Darf ich? Ja, natürlich darfst du das. Das Ono. Ah. Bei das... Steffen Hensler. Jetzt haben wir es. Jetzt denkt der eine oder andere Mensch, die Kandidaten erzählen ganz schön oft, dass sie beim Hensler Essen waren. Sie müssen wissen, wenn sie hier mal bewerben, das ist Zwang, dass sie zu mir kommen, ja? Weil wir so das Geld wieder reinholen, was wir hier verspielen. Eben, wir zahlen selbst, ne? So ist das nicht. Nein, 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 ihr zahlt selbst, ja, von dem gewonnenen Geld. Obwohl, noch habt ihr nichts gewonnen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ne? Aber 2000 Euro? Würdet ihr schon aufhören? Nö, ne? Schauen wir mal. Wir haben, glaube ich, gute Gegner heute. Das sind fitte Typen. Fitte Typen? Fitte Typen. Woher wisst ihr das? Wir haben uns eben nett unterhalten. Okay, ich kann Ihnen ja mal was zeigen. Schauen Sie mal. Zu unseren Gegnern gleich, von wegen fitte Typen. Zeige Ihnen mal ein Bild, ja, von dem einen. Weil die Kandidaten bewerben sich ja hier mit Videos, aber auch mit Fotos.
Und der Frank hat dieses Foto gewählt. Schauen Sie mal. Was er da macht. Ja. Da zieht er schön an der Tüte, ne? Ja. Ja. Hm. Ich sag mal so, ne? Wie eine normale Zigarette sieht das nicht aus. Aber das klären wir gleich bei den Männern. Aber ihr seid gut drauf, seid motiviert. Ja. Habt Lust. Durchaus, ja klar. Durchaus. Dann bin ich ja beruhigt. Dann lass mal, was gibt's denn Leckeres? Also, wir machen in der Vorspeise ein Paprikasüppchen, wenn das klappt, zweifarbig. Zweifarbig? Mhm. Wie macht ihr das denn? Wir streichen die eine an. Nein, nein, wir nehmen eine gelbe und eine rote Paprika. Ja. Dann ein Forellen-Crostini dazu, bisschen was Knuspriges. Aber zweifarbig würde ja bedeuten, dass ihr zwei Ansätze macht. Richtig. Einmal mit Gelb Richtig. Und einmal mit... Ja. Ach, den Aufwand betreibt ihr? Versuch. Okay, das ist natürlich mal eine Ansage, ne? Ne? Da bin ich mal gespannt. Ich meine, einfacher wäre natürlich nur rote anbrennen lassen. Also schwarz und rot, ne? Da brauchst du nicht zwei Ansätze machen. Meinst du, Rose merkt das nicht? Ich weiß es nicht. Also. Rose ist schon im Bierfestlaune, das kann ich Ihnen sagen, ja. Ich glaube nicht, dass er heute so viel merkt. Naja, wir werden sehen. Wir probieren es und dann schauen wir mal. Okay, also Paprikasüppchen zweifarbig mit Chance. Dazu ein Forellen-Crostini. Ja. So. Ja, finde ich auch. Haben Sie recht. Und was gibt's im Hauptgang? Birgit, im Hauptgang? Birgit. Machen wir den Saibling. Mhm. Schön auf der Haut gebraten. Ja. Mit Gurkengemüse. Mm. Und Butterreis. Und Butterreis? Mhm. Wenn wir noch Butter über haben gleich. Okay. Butterreis hört sich ein bisschen gefährlich an. Weil Frank schon oft bei Reis bemängelt hat, nicht genug Geschmack. Ja, und Butter? Wir wollen mal gucken, dass wir schön Pfeffer, Chili und... Ah, also ruhig so ein bisschen kräftig. Würziger. Bisschen und dann, würziger, genau. Dass das Fett der Butter so die Schärfe wieder nimmt. Richtig. Ah, ich merke schon, ihr habt richtig nachgedacht. Dessert? Zum Dessert backen wir ein Aprikosentörtchen mit Marzipanrand. Und wenn alle Stricke reißen, dann kommt da noch das Eierlikör drüber. Oh. Ein Traum. Das hört sich sehr gut an. Und jetzt kommen wir zu den Männern. Hm. Tja, es besteht, ja, Klärungsbedarf. Aber stellen wir sie erstmal vor. Hier sind Fritz und Frank, das Nordostgefälle. Meine Herren, kommt aber moin, moin, ne? Wie gesagt. Moin. Moin. Hamburg sagt dann moin. Moin, moin. Genau. Aber Fritz, ja. Zu dir komme ich gleich. Toll. Frank, was ist denn das da? Oh, das sieht ganz normal aus. Das ist eine ganz normale Zigarette. Ist eine normale Zigarette? Ja, na klar. Aber so ein bisschen, ne? Das ist dicker selber, gedreht. Oder was? Ach, bist du ein Selbstdreher? Ja, teilweise, ja. Okay. Alles klar. Bist du ganz sicher, ne? Ja. Gut, haben wir es geklärt. Fritz, ja. Bist du auch Raucher? Nee, ich bin nicht Raucher. Ich rauche nicht. Nee, ich rauche nicht. Noch nie? Ich habe ganz früher mal probiert, aber bin davon abgekommen, weil das bringt nichts. Nee, ne? Bringt gar nichts, ne? Egal, ne? Schmeckt nicht. Nee. Auto stinkt, ne? Genau. Ist nicht gut, mal ne? Küssen auch, also unangenehm. Unangenehm. Ach, hast du Frank schon mal geküsst? Ach so. Ihr seid also richtig dicke. Wir sind richtig dicke, ja. Hey. Wir kennen uns zwar noch nicht allzu lange, aber wir sind jetzt 2 Jahre gut befreundet durch unsere Frauen. Und mit ohne Frauen? Mit durch unsere Frauen. Ach, durch eure Frauen? Ja. Okay. Und wie gesagt, unser Nordostgefälle kommt deswegen, also Frankie Berlin, nicht Hamburg. Ah, du kommst aus Hamburg? Ich komme aus Hamburg, bei Hamburg in Wentorf, ganz genau. Alles klar. Und ja, das haben wir dann schnell kennengelernt, die beiden Mädels haben gesagt, wir besuchen uns gegenseitig. Schnell haben wir festgestellt, dass uns die Küche gehört und Spaß dran haben und dann haben wir zusammen gekocht. Und jedes Mal, wenn wir jetzt zusammenkommen, kochen wir und die Mädels quatschen, wie immer. Ah, okay. Alles klar, und wer denn die Idee gehabt, sich hier zu bewerben? Die hab ich gehabt, glaube ich. Ja, glaubst du? Ich glaube es ja, weil irgendwie kam es aus der Laune heraus. Wie gesagt, schön, ne? Man trinkt ein Glas Wein dazu oder zwei. Ach so, ne? Und, man trinkt sich Mut an für die Bewerbung. Nee, aber beim Kochen selber meine ich jetzt so, ne? Und okay. Dann hat das vielleicht so, okay, Mensch, ich sag, oh, komm her, wir können ja mal vielleicht können wir das mal. Mal versuchen. Mal ne? versuchen, ne? Im Fernsehen das Ganze noch mal vielleicht auch zeigen, dass Männer auch kochen können. Ja, der hallo, ja.
Und Frank, wie fandst du die Idee, im Fernsehen zu kochen? Oh, ganz witzig. Warst richtig begeistert. Ich war richtig begeistert. Heute jetzt noch vor Freude. Und jetzt, man merkt, ist jetzt noch mehr geworden. Jetzt ist noch mehr geworden. Was machst du denn jobmäßig? Ich bin Bauleiter. Bauleiter? Okay. Ich hoffe nicht am Berliner Flughafen. Nee, da nicht. Okay. Gott sei Dank nicht. Alles klar. Pfeffer. 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 S für Pfeffer. Si. Und P für Salz. Gracias. Ja, genau. Gut. Bauleiter, alles klar. Und kennengelernt über die Frauen. Wissen wir auch. Ihr kennt uns noch nicht so lange. Hat auch schon oft gekocht. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt. Was gibt's heute? Ja, Vorspeise gibt es mediterranes Gemüse auf Focaccia. Ja. Dann, was heißt denn für dich mediterran? Ja, mediterran ist natürlich, wir haben leider kein Geruchsfernsehen, wie du weißt, aber man sieht das schon vielleicht leicht. Das ist wegen Frank ganz gut so. Ja, okay. Ja. Also da ist natürlich Paprika drin und das Mediterrane dabei ist schön in Olivenöl, schön dunkel auch ein bisschen. Ne? Ich habe das zum Focaccia hier so ein bisschen auch crunchig, kurz in Olivenöl angebraten. Da kommt natürlich jetzt drauf diese wunderbare, ja, gebratene Sache aus hier Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, ne? Einfach rüber. Und darauf als Highlight, als norddeutsches Highlight, sag ich mal, kommt die Forelle. Das Forelle, nicht die Forelle natürlich nicht, Entschuldigung. Ja. Das Filet der Forelle, leicht darüber. Und, sag mal, ja, hast du schon mal Verkaufsfernsehen gemacht? Kann ich machen, ne? Kann ich machen, ne? Ja, hier, da, und boom, und unten, und hey, komm her. Nicht schlecht. Ja, war so. Ja, so gesagt, dreimal das Gleiche gesagt, aber jeder Mann dachte immer so, geil, cool. Nicht schlecht. Was machst du berufsmäßig? Bin ich bei der Sparkasse hier in Hamburg. Ah, ist klar. Okay. Ja, und, ist ja ähnlich, ne? Ja, ist ja ähnlich, ja. Genau. Kaufen Sie das Depot, das ist gut. Ja. Nee, damit haben wir nichts zu tun. Also damit haben wir nichts zu tun. Okay. Alles klar. Aber schöne Idee. Ja. Und schon fertig sogar, ne? Das ist erstmal fertig, das kommt natürlich jetzt erstmal in den Ofen rein. Yeah. Ja, weil das soll natürlich warm bleiben. Ich zappel wieder mit den Armen, ich weiß. Lass. Verkaufst du mir eine Schatz. Guck mal, guckt sich gerne selber an. Und ich sehe das ja sonst nicht, weißt du? Jetzt gucken wir mal so im Fernsehen, tack, sonst sieht das so. Egal, auf jeden Fall, das ist aber schon vorher. Der Basmati-Reis, der dünstet vor sich hin, der zieht langsam, wie man so schön sagt, in der Fachsprache. Und jetzt geht's weiter, jetzt werde ich mich an das Filet dran machen. Dann mit dem Dill, dann werde ich den Joghurt und ich hoffe, dass du gleich die erste Frage präsentierst. Ich brauche nämlich meine Zitrone. Dazu müsstest du erstmal Hauptspeise und Dessert erzählen. Ach so, Entschuldigung, natürlich auch. Aber das kann man eigentlich nach Frank machen. Das macht der Frank mal. Frank? Ja, du erzählst uns dazu. Okay. Ich sag mal was zum Dessert, weil das ist. Da bin ich ja gerade mit beschäftigt. Ja. Also es gibt Aprikosentörtchen, das heißt drei Schichten. Ja. Mhm. Erstmal gibt es als unterste Lage hier so einen harten Teig. Na, wie heißt er denn? Ich komme Mürbeteig. Mürbeteig, genau. Da drauf eine ganz dünne Lage Marzipan. Oben noch mal Biskuitteig. Und dann gibt es Aprikosen oben drauf, die wir vorher ein bisschen karamellisiert haben, mit Rosinen dazwischen. Und dazu gibt es einen leichten Eierlikörschaum, was ja heute die Zutat des Tages ist, die werden wir dann wunderbar damit integrieren. Du warst doch nicht beim Verkaufsfernsehen. Nee, ich war nicht beim Verkaufsfernsehen. Aber das ist ein schöner Kontrast zwischen euch. Ja, das ist ein Kontrast. Der ruhigere, genau, das ist also zurückhaltende. Ich bin der Dr. Hektik, wie man langsam merkt. Also, er ist immer hektisch. Ich bin immer hektisch. Ne? Aber das kommt nachher, wenn ich dann auch richtig entspannt bin. Bin ich jetzt noch nicht, gebe ich ganz ehrlich zu, dass hoffentlich im Laufe der Sendung noch passieren wird, wenn ich jetzt endlich meine Zutaten kriege. Die also, wir wissen, genau, mediterranes Gemüse vorweg auf Focaccia. Genau. Törtchen mit drei Lagen. Jetzt brauchst du nur den Hauptgang wissen, dann hau ich ab. Den sage ich dir auch noch mal ganz kurz. Das ist das berühmte Seitlingsfilet auf Basmati-Reis. Dazu gibt es bei uns Gurkensalat. Dieser Gurkensalat, sagen Sie, oh, Gurkensalat, wie langweilig. Das ist natürlich auf griechischen Joghurt das Ganze. Und ich werde das Ganze natürlich auch geschmacklich versuchen, noch so hinzukriegen, dass der Frank sagt, das ist lecker, das ist gut. Genau. So. Hey. Das nenne ich mal Engagement, Freude am Kochen, aus jeder Pore. Wir kommen zur ersten Quizfrage, die heute sehr wichtig ist anscheinend. Die Männer wollen eine Zitrone, die Frauen das Gleiche. Dann schauen wir mal. Und die ist schwer heute. Hier ist Quizfrage 1.
Jeder, der die Sendung schon mal gesehen hat, müsste das eigentlich wissen. Über welchen Fisch hat schon der Komiker Heinz Erhardt gedichtet? A. Thunfisch, B. Zander, C. Kabeljau oder D. der Lachs? 10 Sekunden ab jetzt. Meine Herren, was habt ihr gedrückt? C. C. Die Kabeljau. Warum? Ja, ich weiß nicht, das passt doch irgendwie. Zander, das andere wäre zu neumodisch, weil Heinz Erhardt ist ja aus den 60er, 70er Jahren. Ja. Da gab es noch nicht Lachs oder so. Das war fremd, das war utopisch noch früher. Also ich denke mal vielleicht Kabeljau. Mhm. Was hat Frank dazu? Ach, ich schließe mich dem an. Gut. Okay. Was sagen die Damen? Wir haben auch C. Ich meine, das wäre das mit dem Mund, der immer so auf und zu geht. Der beim geht beim Kabeljau. Lachs aber auch auf und ja, zu, ne? Aber beim Kabeljau ein bisschen besser. Ah, okay. Das Salz. Und Lösung ist, das Meer ist weit, das Meer ist blau, im Wasser schwimmt der Kabeljau. Beide, yep. Zitrone, Fritz, immer gern. Meine Damen, danke. Auch für euch. Und Sie haben ja mitbekommen, Sie sehen es auch, Oktoberfestwoche liegt an. Deswegen die schnelle Nummer, auch zum Thema Oktoberfest. Und hier ist meine Tafel, bitte. Ja, es läuft. Vielen Dank. Ja. Halten Sie ein, klatschen Sie für den Moderator und sonst nicht. So. Oktoberfest heute an diesem wunderbaren Montag, 24.09. machen wir blaue Zipfel. Jetzt können wir denken, was kann da viel heißen? Ich sage Ihnen, was es heißt. Was braucht man dafür? Man braucht dafür Bratwürste, Karotten, Zwiebeln, Petersilie, Meerrettich, Nelken. Ich zeige Ihnen das mal, wenn Sie sehen können. Hier, da stehen die Nelken, sehen Sie das? Ja? Da unten, das haben Sie gerade nicht richtig gesehen. So, da sind die Nelken. Wieder weg. Dann gucken wir hier oben. Weißwein, Weißweinessig, Salz, Zucker, jetzt wird spannend, Senfkörner, Pfefferkörner, Wacholderbeeren und Lorbeerblatt. Ist natürlich nicht ganz wenig, ne? Muss man zugeben, aber braucht man. Was man auch braucht, was da nicht dran steht, ist Wasser. Am besten aus der Leitung. Das haben wir jetzt hier aufgesetzt und das Wasser schmecken wir jetzt ab. Da kommen jetzt rein, Senfkörner, Nelke, Wacholder, der Pfeffer. So. Dann machen wir Karotte dazu, Petersilie auch. Die können wir direkt einfach so reinschmeißen. Das wird so ein richtig schöner Würz-Sud, Lorbeerblätter auch. Ruhig großzügig. Denn Karotten könnte man schälen, muss man aber nicht, weil der Sud soll nur Geschmack abgeben und wir essen die Karotten danach eh nicht, deswegen ist es wurscht. Lieber ruhig mit Schale. So. Einfach grob runtergeschnitten. Dann hier. So. Jetzt kommt Kollege Zwiebel noch dazu. Die hätte man vorher auch schon mal schälen können. Muss ich mir gleich notieren. Ja, Frank muss jetzt seit Neuestem so ein bisschen, ja, die Gebührengelder sind eng. Die Küchenhilfen für mich sind sozusagen gekündigt worden. Ja. Ja, Sie meckern noch rum wegen Gebühren, nicht wir. Wir nehmen gerne, aber deswegen muss Frank jetzt für mich das immer alles vorbereiten. Das muss ich mir gleich merken, Zwiebel nächstes Mal schälen. Die jetzt auch einfach grob geschnitten in diesen Sud geben. Bisher ist ja nur Wasser. Jetzt ein bisschen aufräumen, Sie wissen ja, mit meiner schicken Müllschublade. So, komm her. Zack. Und jetzt kommt dazu Weißwein, so, Essig und ordentlich Zucker. Das Ganze jetzt ein bisschen vermengen. So. Dann muss man es abschmecken, weil Sie merken schon, Sie kennen das vielleicht von Forelle Blau. Wie bei der Wurst ist es auch, dass wir dann nachher die Würste in diesen Sud geben. Durch den Essig werden sie dann blau. Aber jetzt erstmal probieren. So, dann mal hier. Ja. Gut. Muss so sein. Das ist viel Zucker. Jetzt lässt man diesen Sud ungefähr 10 Minuten richtig köcheln, dass die ganze Kraft aus Zwiebel, Karotte und den Gewürzen in den Sud geht. Dann kommen hier
diese wunderbaren Nürnberger Rostbratwürstchen kommen dann in diesen Sud. Dann garen wir die so 20 Minuten leicht simmernd. Und dann müssen sie punktuell, Punkt Schluss der Sendung, eigentlich fertig sein. Deswegen bleiben Sie dran, verpassen Sie nicht den Höhepunkt der Sendung, wenn die Wurst aus dem Wasser kommt. Ne? Gut, Oktoberfest. Männer, Achtung, Achtung, hört auf. Ja. So. Sehr schön. Den Fisch schon mal rausgenommen, den anderen. Vielen Dank. Dann schauen wir uns mal kurz bei den Damen. Gucken, ob der 180 noch ist. Guck ich gerne. Danke. Warum soll. Was habt ihr denn da alles gemacht? Oh ja, hat hier der Kollege gemacht. Wer ist denn der Kollege? Der. Das Mädchen für alles. Frank, meinst du? Okay. Nein. Jetzt ist wieder 180. Danke. Wir gucken auch mal rein. Was denn bei 180 Grad garen soll. Oh. Hier haben wir das Focaccia-Brot. Dünn geschnitten. Ja, ja. Mit Olivenöl sozusagen bestrichen und jetzt bei 180 Grad soll das kross werden für die zweifarbige Suppe. Wie sieht es denn aus mit der zweifarbigen Suppe? Ja, ich hoffe, es zu messen, hier unten. Angelika? Ja, ich denke, einmal, ja. Zweimal. Gar nicht schlecht. Warte ich schon mal auf dem Oktoberfest? Nein. Beide noch nicht? Birgit auch nicht? Nee, ich auch nicht. Warum nicht? Ich bin so zwiegespalten. Hab ich mir nie ergeben. Du bist zwiegespalten? Ja, ich kann so schlecht Menschen sehen, die zu viel getrunken haben, dann wird mir immer schlecht. Ach, dann wird es schlecht? Ja. Dann ist das wahrscheinlich ein schlechter Platz, ne? Weil ich glaube, letztes Jahr waren 6,9 Millionen Besucher und die haben 7,5 Millionen Maß getrunken. Das ist natürlich nicht ohne, ne? Aber so ein bisschen schunkeln, so ein bisschen Neue Deutsche Welle hören, ein bisschen Schlager und so. Ich habe in meinem hohen Alter letztes Jahr angefangen, mich einem Karnevalsklüppchen anzuschließen. Das ist ja das gleiche in Grün, oder? Ja, ähnlich. Ja. Ähnlich. Okay. Und, aber da sind viele junge Mütter bei, da wird nur getrunken, was reingeht. Also nicht mehr. Nimm das hier. Da wird nur getrunken, was reingeht. Und auch nicht wieder rauskommt. Wolltest du das damit sagen? Möglichst, ja. Das war ein anständiger Club, ne? Ja, ganz nettes Klüppchen. Die Jecken Viva sind das, weil ich ja aus der Nähe von Köln bin. Ja. Und da sind wir vorher bei uns im Nachbarort mitgegangen. Also das heißt, ich zum ersten Mal, die anderen schon öfter. Im Karnevalszug. Wo hätte das späte Interesse auf einmal? Ich bin schon Karnevals interessiert, auch in Köln oft gewesen. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, so selber mitgehen und angucken ist ja noch eine andere Sache. Das ne? stimmt, ne? Birgit, wie sieht's bei dir aus? Bist du auch schon mal mitgegangen? Ja, ich war schon mal Karnevalsprinzessin. Oh. Schön. Als Westfälin im Rheinland. Das soll man einfach mal hinkriegen. Gut zu, oder? Da muss ich aber auch sagen. Was habt ihr sonst für Hobbys? Ja, was haben wir für Hobbys? Ja. Auch ein bisschen Garten. Wir haben 1500 Quadratmeter, ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen Garten. Ein bisschen 1500, Garten, ein bisschen. Ja. Also, wir haben einen großen Swimmingpool im Garten. Auch noch? Ja. Sag mal, läuft, ne, sag ich mal. Ne? Ja, so. Ne? Ja, ja, ne, 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 ne. Alles gut. Nicht schlecht. Habt ihr auch einen Swimmingpool im Garten? Nee, wir haben eine große Dachterrasse, aber da passt ja nicht drauf. Oh, sag mal hier, du. Hier, Frank und Fritz. Ja. Wie ist das? Swimmingpool im Garten? Swimmingpool Garten, hätte ich gern. Dachterrasse? Hätte ich auch gern. Wo wohnst du denn? In Wendhof. Ja, ich weiß. Ja, da haben wir eine kleine Terrasse, aber keine Dachterrasse. Okay, Frank, wie sieht es bei dir aus? Um ehrlich zu sein, ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, was ihr hier gefragt habt. Also, okay. Warst du auch schon mal Oktoberfest? Nee, ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Hättest du Lust zu, oder? Kann man sich mal angucken, ja. Ist also bestimmt ganz witzig. Aber ich bin auch nicht so ein Typ, der jetzt über die oder in die großen Versammlungen geht. Bist eher so nicht so der Gesellige, meinst du, ne? So kann, will ich das nicht sagen. Aber diese Großveranstaltungen sind nicht so mein Thema. Ja, ich glaube auch so Frank beim Oktoberfest. Nee, das haut nicht hin. Nee, ne? Natürlich. So Mütze auf dem Tisch tanzen, kann ich mir bei dir auch nicht so richtig vorstellen. Nee. Das macht er besser. Aber du hast ein geiles Hobby, du hast einen Flugschein, richtig? Ja, ich habe einen
Flugschein und bin am Wochenende oftmals auch als, ich bin Fluglehrer auch für Ultraleichtflugzeuge. Oh, haben wir sogar ein Foto hier. Ah, seid ihr beide sogar, ne? Ja. Ja, genau. Hat er mal eine Stunde. Wer ist denn nur der Lehrer hier? Wer ist denn nur der Lehrer? Der Hey-Man sitzt drauf, ne? Der mit der Brille ist der Lehrer. Der mit der Brille, ne? Ja. Ist der Flugzeug für spezielle Flugzeuge oder kannst du alles fliegen? Nee, speziell, nur dieses spezielle Flugzeug oder diese Ultraleichtklasse. Okay. Ja, also das heißt eine Cessna oder sowas nicht. Alles klar. Aber die Flugzeuge, die Ultraleichtflugzeuge, die es jetzt gibt, die haben so viel Technik und so viel Hightech da drin, dass man da schon eigentlich genauso mit fliegen kann wie mit den anderen auch. Und teilweise ist sogar sehr viel mehr Platz da drin als in so einer kleinen Cessna. Okay. Und hat er richtig Stunden genommen oder einen Schein gemacht? Nee, er hat keinen Schein. Ich brauche dich ja noch mal ganz kurz. Ja. Er hat keinen Schein. Hat er geschafft oder was? Nee, hat er nicht geschafft. Die eine Stunde hat nicht erreicht. Obwohl er immer gesagt hat, danach hat er den Schein, aber hat nicht ganz. Da hat Frank ihm mal kurz einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nee, so bösartig bin ich ja nicht, aber es dauert schon ein bisschen. Sehr ruhiger, ne? Ja. Gehst du aber so richtig aus der Haut raus? Oder? Ja, manchmal, wenn es denn sein muss. Okay. Dann wann ist so ein Moment? Wie? Wann ist so ein Moment? Na, wenn zum Beispiel alles schief läuft oder sich Leute ganz blöd anstellen auf der Baustelle, dann gibt es da manchmal richtig Stress. Ah, die Handwerker, ne? Die Handwerker. Alles klar. Die Handwerker. Oder Architekten, ne? So Schnöselige oder so. Ne? Ja. Die werden mal kurz einen Meter kürzer gemacht. Ne? Genau. Zweite Frage, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Fritz? Wie viel Zeit? Ihr habt noch 16 Minuten. Super, und dann die zweite Frage. Ich weiß, Frank hat überhaupt keinen Bock auf Geräten. Guck mal, wenn ich hier so rüberfasse, ja? Das sieht schlecht aus. Habe ich A, die Möglichkeit, jetzt leicht das abzuschneiden? Oder ja, kannst du mir noch ein Stück mehr, weil die habe ich da. Hat sich erledigt mit der Frage. Hat sich alles erledigt. Alles bestens, alles toll. Das ist sag mal kurz schwierig. Euer Reis, ne? Ja, den haben wir jetzt ziehen lassen. Ja. Der ist also jetzt, der müsste jetzt al dente sein. Der ist gar. Gar. Den würde ich jetzt rausnehmen. Okay, da, sehr gut. Vielen Dank. Und wie kriegst du noch Geschmack ran? Weil Reis braucht Geschmack. Pass auf, ganz einfach. Das ist Balsami-Reis, weiß ja selber. Es ist ein Shit-Reis. Also das ist unangenehm. Ich werde dann versuchen, ein bisschen Pfeffer ranzumachen. Und dann kommt es jetzt, pass auf, jetzt gebe ich da ein bisschen Zitronenschale ran. Ja. Und dazu brauche ich jetzt als nächstes Quizfrage. Quizfrage. Ah, alles klar. Jetzt wissen wir auch warum. Die Männer hätten gerne Safran und die Frauen Kapern. Schauen wir mal, ob Quizfrage 2 genauso gut läuft. Hier ist sie. Welcher Cocktail wird mit einem rohen Ei gemixt? A. Old Fashioned, B. Flip, C. Pina Colada oder D. Der Zombie. 10 Sekunden, ab jetzt. Ja, da wünscht man sich doch Ina Müller als Telefonjoker, ne? Ja. Männer, was habt ihr gedrückt? D, den Zombie, also vermute ich jedenfalls, weil das ist ja, da ist ja alles Kurioses drin. Also der andere, weiß ich nicht. Der Zombie haut dann richtig weg, ne? Haut dann weg und das ist immer sowas. Aber rohes Ei? Ich weiß es nicht. Okay. Meine Damen, was glaubt ihr? Der Flip. Der Flip? Und wenn er nicht schmeckt, heißt er Flop, oder was? Genau. Okay. Warum der Flip? Ja, irgendwie ist uns so. Also, keine Ahnung. Irgendwie ist uns so. Irgendwie ist uns so. Dann gucken wir mal, ob euch richtig ist. Und es ist B, Flip, die Damen. Yep. Und zwar, Flip wird mit Weinbrand sowie Eigelb oder einem ganzen Ei gemixt. Es wird weder Milch noch Sahne hinzugegeben. Also ein ganz einfacher Cocktail, der den Damen mal ganz kurz die Katern gebracht hat. So. Darf ich die zwei Suppen auch mal probieren? Ja. Okay. Rühr noch mal. Ja. War ich damit gemeint oder nicht? Ich rühre mal. Bitte. So. Und jetzt für Sie zu Hause, können Sie auch mal gucken. Schauen Sie mal hier. Zweifarbig. Ne? Und bei der roten ein bisschen warten, die Schärfe kommt. Alles klar. Soll ich mit der roten anfangen? Nö, wurscht. Okay, fangen wir mit der roten an. Wo ist denn neutrales Öl? Schön. Die Schärfe lässt noch auf sich warten. Ja, aber ganz leicht, ganz leicht. Ganz leicht. Kann also noch ein bisschen drin. Die gelbe ist sehr samtig.
Ja. Also ich würde eine Hauchschärfe könntest du noch machen. In die gelbe oder du willst ja auch so ein bisschen den Kontrast haben, den Geschmack. Genau. Also ein bisschen Chili kann da noch rein. Ja, in die rote. Ja. Wollte sie noch durch ein Sieb passieren? Nee, wollten wir eigentlich nicht. Weil man beißt natürlich hier und ja, da mal auch ein bisschen. Ja, schade, kann man. Oh. Okay. Nichts gesagt. Ja. Selbst mit dritten Zähnen geht das. Ah. Selbst mit dritten Zähnen geht das, sagt sie. Wir haben Rosinen als Juror, nicht Lava. Ja, egal. Oh, das hört er wieder. Lava guckt sich jede Sendung an. Kannst du mal das Forellen? Probierst du mal das? Sehr gerne. Bitte, bitte. In welche Richtung soll das denn geschmacklich gehen? Da kommt noch, die Kapern rein. Also Salz kommt noch hinterher ein bisschen sozusagen. Ja, genau. Ja? Sehr angenehm. Meine Damen, ihr kocht auf einem guten Niveau, muss man sagen. Sehr schön. Wir schauen mal, was der Sud macht. Der köchelt so leicht vor sich her. Wollen wir mal schauen, sind jetzt hier Petersilie schon ein bisschen ausgekocht, die Zwiebel. Probieren mal ganz leicht. Auweia, heiß. Jetzt passen Sie auf, jetzt kommt die Wurst direkt in den Sud. So. Schauen wir hier, schwupp. Und jetzt bei leichter Hitze richtig schön unterdrücken, dass sie richtig. Und bringen das Gemüse oben drauf. Wir verstecken die Wurst sozusagen im Sud. Ja? Und jetzt lassen wir sie so locker bis zum Schluss. Wir haben noch 10 Minuten. So mitten, wenn Frank am Jurieren ist, werde ich ihn wieder stören und sagen, die Wurst ist fertig. Da freut er sich ja immer. Ja? Das findet er ja immer besonders gut. So. Dann schauen wir mal in der dritten Quizrunde. Sie merken, das Quiz ist heute sehr entscheidend. Hätten die Männer gerade Safran gewonnen, boah, da wäre der Reis toll geworden. Jetzt müssen sie wieder ausdenken. Deswegen, die Frauen noch mal Zitrone und die Männer, weil nichts mehr hilft, rum. Schauen wir mal, hier ist Quizfrage 3. Welches Land ist der größte Konsument des Stockfischs Bacalao? A. Italien, B. Dänemark, C. Portugal oder D. Schweden. 10 Sekunden ab jetzt. Bacalao. Der Stockfisch. So, meine Herren. Klingt portugiesisch, Bacalao. 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 Weil wir auch nur aus der Seite sprechen. Bacalao. Mein Freund, Bacalao. Ein schwedischer Bacalao würde nicht Bacalao hießen. Ja, in Österreich heißt er Sarah Wiener, ne? Ja, ist klar. Bacalao. Der war böse. Aber der war sehr schnell, vielleicht haben Sie gar nicht mitgekriegt. Meine Damen, was habt ihr? Portugal. Warum? Ich war schon mal in Portugal und da gab es unendlich viel Stockfisch. Das ist ein gutes Argument und es stimmt. C, Portugal, beide, hey! Rum. Na? Wie, nee. Ja, aber Zitrone kann man nie genug haben. Und wir klären noch mal ein bisschen auf, was interessant, die Portugiesen sind der weltgrößte Konsument von Bacalao. Der gesalzene und luftgetrocknete Kabeljau hat eine lange Tradition in der portugiesischen Fischerei und kann mariniert, gekocht oder auch roh gegessen werden. Allerdings, da muss man sich überlegen. Der konservierte Fisch war vor allem für die portugiesischen Seefahrer ein wichtiges Lebensmittel auf den langen Fahrten und ist ein Nationalheiligtum in Portugal. Mann, wieder was, 1000 Infos hier, du. Fass mich an die Füße, du. So, 7 Minuten noch, meine Damen. Wie sieht's aus? Ja. Das hört sich ja gut an. Ja. Wie wollt ihr die Suppe denn anrichten? So nebeneinander eingegossen? Oh, ich merke schon, der Kochtunnelblick ist jetzt da, ne? Es wird nicht mehr geredet. Super. Darf ich die Soße mal probieren? Das ist viel zu scharf, ja, darfst du. Viel zu scharf? Ja, das Chili, das ist ja der Hammer hier. Da geht eh was durch, ne? Puh. So. Meinst du, geht bei dem Fisch so? Du hast ja jetzt natürlich das in Sahnesoße, oder? Ja. So, Fett nimmt dir auch immer Schärfe weg. Ja. Also, das ist für den Fisch, ne? Ja. Du darfst natürlich, du musst aufpassen, wenn jetzt die Suppe auch noch mal richtig nachfüllst, nicht, dass er scharf hat. Nee, nee, dann lasse ich die so. Okay. Was mit unserem Aprikosentörtchen? Ja, das kommt jetzt raus. Das kommt jetzt raus, bin mal gespannt. Hier geht der Fisch? Ja, der kommt auch raus. Hier geht der Fisch, jetzt wird stressig. So. Wir gucken uns das mal an, ich hole den mal rüber. Oh, guck mal hier.
Erzähl mal kurz, was wir hier haben. Das ist ein Mürbeteig. Ja. Mit einem Marzipanrand. Ja. Und dann gefüllt mit den oben, hast du Marzipan, ja, genau. Alles klar. Mhm. Und dann die Aprikosen rein. Oh. Das ist schon mal nicht schlecht. Du weißt, der Fisch hat noch so einen leicht rohen Kern. Ja, den will ich jetzt in die Wärmeschublade stellen. Alles klar, und wir haben noch so 5 Minuten, denke ich. Reicht das? Und wichtig ist, das machen ganz viele, machen den Fehler. Gut, dass du es machst. Wenn man den Fisch auf der Haut anbrät, will man, dass er knusprig bleibt. Ja. Und wenn man den aber auf die Haut legt, entsteht sozusagen auch Kondenswasser. Durch, okay, die Hitze wird die Haut wieder lapprig. Deswegen also immer andersrum. Haut nach oben, damit sie krosch bleibt. Okay. Okay. Aber jetzt noch eine Wärmeschublade und dann, ja, okay, müsste es reichen. Ja. Ja? Wir gucken mal gleich, wo ihr anrichtet, meine Damen. Wir schauen mal, hier ist mein wunderbarer Taler. Gucken mal. Schwarz oder weiß? Das ist hier die Frage, wie jeden Tag. Und die Damen richten an auf der schwarzen Seite. Okay. Schwarz. Ja. Rechts. Wie lange haben wir noch? Frauen links, meine ich natürlich. Was? Was denn? Nein, rechts, schwarz, ja, seid ihr. Die Suppe muss dann gehen. Wie lange haben wir noch? Ihr habt noch knappe 5 Minuten. Das bedeutet auch, dass wir mal schnell die letzte Quizfrage raushauen. Und die Damen hätten jetzt gerne mehr Salz und die Männer noch mal eine Zitrone. Hier ist unsere letzte Frage für heute. Wie hoch ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Tee in Ostfriesland? Ja. Das müsst ihr nicht drücken, das müsst ihr schätzen, meine Herren. Was heißt das? Pro wie viel Liter? Wie viel Liter? Pro Tag? Trink, nee, nicht pro Tag, pro Jahr. Pro Jahr? Genau, nicht so laut schätzen, sonst hören die Frauen das, ne? Angabe in Litern. Wie viel Liter trinkt ein Ostfriese pro Jahr? So. Großer Unterschied. Die Frauen sagen 30 Liter. Die Männer lachen sich tot und sagen 250 Liter. Richtig ist, es sind 290 Liter. Damit die Männer. Yep. Ja. Weißt du warum? Na? Also ich bin aus Friese, ja. Bist du, oder? Ja, ich bin aus Friese. Das gibt da vier Teezeiten. Bist du waschechter aus Friese? Ich bin geboren in Emden. Also mein, ja, Geburtshaus steht sogar noch. Okay. Na, Rumstraße 5, jawohl. Und es ist so, das sind da 4 Teezeiten, die du hast am Tag. Und pro Satz sind 3 Tassen Pflicht. Echt? Ja, das heißt also mal 3 Tassen. Sag mal, wann sind die morgens, dann um 11, um 3 und abends. Und da wird immer Tee getrunken? Immer, moin, immer schön mit Candies, Teesahne, herrlich. Du weißt sogar, dass die Tee-Tester hier aus Hamburg, die lassen sich das Wasser aus Ostfriesland einfliegen. Ohne Flachs, weil es so weich ist. Alles klar. Jeder Weichspülmittelhersteller, jeder Peter Pleide in Ostfriesland. Also die brauchen keinen Wein, der ist so weich, herrlich. Das Grundwasser so weich. Ja, so, so weich, so blumig. Oh, so, oh. Schön. Pass auf, Fritz. Ja. Maskerade. Ihr seid übrigens auf der weißen Seite, ne? Ja. Das ist eine Muskatreibe, die du gerade benutzt hast. Ach so, ja. Da kommt nicht viel raus. Nehmen, ne? Da musst du eine andere nehmen. Ja, genau. Merke ich auch. Dankeschön. Und mach auch ein bisschen, ich würde ein bisschen Butter, ein bisschen Salz, noch mal ein bisschen so einen Topf so ein bisschen durchrühren. Jetzt, ja, nur so ein bisschen, okay, oben drauf, Shishi, ist nicht so gut. Gut, hast du recht. Ich weiß, erste Sendung, ne? Guck mal hier, so. Ja, zack, bumm. Genau. Zack, Butter, ne? Neuer, genau, Teller. Bisschen Butter rein, bisschen, ja, Salz, genau, bisschen Pfeffer. Frank hat das Törtchen tatsächlich fertig gekriegt, aber es sieht gut aus. Schauen Sie mal hier. Wow. Hey. Richtig schön. Und Mürbeteig, dann einfach eine Schicht Marzipan rein. Dann haben wir hier jetzt wunderbar eine Biskuit. Oben drauf Aprikose. Nicht schlecht, nicht schlecht. 2 Minuten noch. Oh. 2 Minuten. Ja. Oh, Frank, jetzt aber Stress, ne? Jetzt geht's Richtung Landung, verstehst du? Wie beim Fliegen. Jetzt, ja, jetzt sind, genau, wir im Landeanflug. Fuck, fuck, fuck. Den anderen kann ich auch schon mal raufpacken da. Habt ihr den Fisch denn schon gebraten? Ja, hinter dir, glaube ich. Da ist er. Ah ja. Oh. Guck mal, hier richtig gemacht, ne? Haut nach oben, schön krosch, das ist gut. Den kommt extra hier, den Salat. Den kommt das der hier so vorne? Der muss jetzt da. Das ist eine gute Idee. Frank liebt das ja, die Sache extra. Ja, ich weiß. Jetzt, welchen habe ich jetzt meliert mit? Welcher ist meliert mit Mehl? Der ist schön, der ist schön krosch. Hau den mal rauf. Der ist schön krosch. Hast du noch Süßchen? Süßchen habe ich hier. Okay. Ja. Komm jetzt da. Drüber oder daneben? Süßchen hier. Ich würde ein extra Gefäß nehmen, ne? Okay. Ja, dann nicht. Süßchen einmal rüber. Aber wenn das oben drauf ist, dann meckert er wieder rum, ne? Weißt du? Einmal rüber, das war's. Ja, an die Seite, ne? Guck mal, von der Seite hier, guck mal, machen wir die Dinger mal weg. Machen das mal sauber.
Okay. So. Da gibt's die Sahne extra dazu. Da freut er sich nämlich, weißt du? Letzte Minute übrigens. Jawohl. So. Und stellt einfach daneben, dann freut er sich. Und ab nach vorne, ne? Ja. Ist der Ding. Oh. Männer, ihr seid mal weiß. Meine Mädels, bitte die Tafel noch dazu. Ab nach vorne, schön abwürzen. Alles da? Gut. Oh, Deckel drauf, 20 Sekunden. Fritz, das Schild noch rüber. Euer Schild noch davor. Genau, davor stellen. Sehr schön. Zurück in die Küche. Jawohl. Meine Herren, was sagt ihr zum ersten Mal? Ja, schenkt gut, ist getan. Also Gott sei Dank. Die 45 Minuten rasen vorbei. Ja, oder? Auf sicher, ganz sicher. Ist nicht ohne, ne? Mhm. Frank, was hast du? Ja, schon ziemlich stressig. Ist schon ein gutes Tempo, also geht schon. Ne? Das macht Spaß. Macht Spaß, ne? Ja. Bevor wir kurz die Frauen fragen, zeigen wir kurz unsere Würstchen. Die sind ja jetzt komischerweise nicht so richtig blau geworden. Normalerweise, ja, liegt jetzt nicht an mir. Normalerweise werden die durch den Essig relativ blau, aber die haben jetzt natürlich diesen wunderbaren Geschmack, so eine leichte Säure, dann auch die leichte Süße und so, dazu süßen Senf. Ich sage Ihnen, ein Träumchen, ein Träumchen. Dann, meine Damen, was sagt ihr heute? Ja, Mama, zeitlich gut, aber boah, der Chili ist so scharf. Wir haben, glaube ich, gut gewürzt. Der Chili ist scharf? Na gut, dann wollen wir gucken. Gerade noch bei Mitten im Leben. Jetzt schon bei uns. Frank Rose Rosin. Kannst du mir mal helfen, eben? Kannst du mir mal helfen? Ja. Nehmen wir das mal wieder ab. Dankeschön. Ja, grüß Gott. Ja, servus. Ja. Ihr werdet narrisch. Ach nee, das war der andere, ne? Ja, ja. Dankeschön. Ich habe nämlich jetzt eine Dauerassistenz hier, ja? Weil wir sind ja jetzt kurz vor den 500 und da habe ich mir gedacht, scheiße, den Job mache ich nicht mehr alleine. Ja. Hab das jetzt verdient hier. Haben wir jetzt einen guten Juror oder was? Was? Ja, cool. Heute ist wieder Rosemontag. Ja! So geht das. Ich bin original angezogen. Ich habe nämlich hier die Staatstracht an, sozusagen. Dann geht man schlafen, auf Toilette, alles. Ne? Ja. Ist auch super, weil es siehst ja so aus Leder, da kannst du auch. Du brauchst gar nicht. Du kannst das sag's den ganzen Tag nicht, anlassen. Sag's nicht, sag's nicht. Ach so, Entschuldigung. Gut. Gut. Kommen wir von dem Thema gleich zur Weißwurst, weil Weißwurst ist ja das traditionellste Essen in Bayern, okay. Ja, früher Freistaat, dann von den Preußen eingemeindet. Die glauben aber immer noch, sie sind alleine. So, dann haben wir hier die Wurst, Weißwurst. Etwas ganz Besonderes. Und zwar besteht diese Weißwurst nur aus Kalbsbret. Und das Knifflige daran ist, sie muss vor dem Glockenläuten produziert und gegessen werden. Glockenläuten war immer traditionell um 12 Uhr, heute auch noch. Ja. Und es gab keine Kühlschränke früher. Ja? Man konnte es nicht kalt stellen. Und Bret, also Hackmasse, ist sehr empfindlich. Ups, meine Strapse gehen ab. Und im Zuge dessen sollte dann die Wurst bis 12 Uhr gegessen werden, damit sie ja, einfach super frisch zu sich genommen wird. Und das geht folgendermaßen. Die wird nämlich nicht normal gegessen, sondern die wird wie heißt das, Chef? Du hast doch hier gezurzelt. Ne? Gezurzelt. Ja. Gezurzelt. Und zwar macht man das folgendermaßen. Schauen Sie mal genau hin. Also, was denn? Ich zeige jetzt, wie gezurzelt wird. Ja, das. Also, man nimmt jetzt die Wurst wenn und beißt das vorne. Wenn alles weiß, dann du, Frank. Ja, hast du mir ja gezeigt. Vorne. Das ab. Jetzt hat man das abgebissen hier. Seht ihr ja ganz genau, ne? Und jetzt geht man hin und saugt den Kollegen aus.
So ungefähr. Sag mal, Applaus. Womit hast du früher dein Geld verdient? Applaus, habe ich gesagt. So, ich mag es nicht. Probiert es zu Hause mal. Ich esse lieber eine Currywurst oder einen schönen Burger. Von daher, weiter geht's. Paprikasüppchen mit Forellen-Crostini. Oh, das sieht aber schön aus. Wir haben hier schöne Forellen-Crostini mit einem interessanten Brot. Man kann verschiedene Brotsorten kaufen heutzutage. Was weiß ich, mit ein bisschen Curry, mit ein bisschen Safran, ja, mit Paprika. Das gibt's überall. Und dann sind die hier schön kross gebraten. Lecker. Dann haben wir zwei verschiedene Suppen. Kann man machen. Dann muss man nur gucken, dass die auch beide A, verschieden schmecken und B, aber trotzdem zusammenpassen. Okay. Ja, also erstmal muss ich sagen, Paprikasüppchen schmeckt wirklich sehr gut. Leichte Schärfe, schöne Säure, Salz auch gut. Das Ganze mit der Farbe ist eine Spielerei, ne? Ganz klar. Suppe schmeckt mir sehr gut. Mediterranes Gemüse auf Focaccia. Also da ist auch erstmal das Bild ein Applaus wert. Das ist richtig toll zubereitet. Dann nehmen wir hier hin. Dann haben wir hier die Forelle schön ordentlich zubereitet. Also dieses Geräucherte einfach mal leicht erwärmt. Und dann ganz einfach diese Paprika leicht angeschwitzt. Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Zwiebelchen. Auf diesem gerösteten Brot. Schön. Der grobe Pfeffer präsentiert den Paprikageschmack sehr gut. Ja, also gerade das Geräucherte, alles zusammen, eine schöne Symbiose. Ich kann mich nicht entscheiden. Beides ist innovativ und lecker zubereitet. Das braucht die Sendung. Das sind wir beide auch zusammen. Von daher, beides ein Vor. Jawohl. Saibling mit Gurkengemüse. Da haben wir ein sehr schönes Gurkengemüse. Sehr schön zubereitet. Dill, Salz, Säure. Gut platziert. Schön mit der Schale. Steht der Gurke sehr, sehr gut. Ja. Und auch, dass es so in so Bandnudelform gemacht worden ist. Mein Tipp, machen Sie es genauso. Super. Dann haben wir hier die Forelle. Leicht zarte Weißweinsoße, schön, ja, damit wird der Fisch umhüllt, der hier mega, also mega, mega saftig ist. Guckt euch das mal hier an. Ganz toll. A point oder au point, ich habe es immer noch nicht gelernt, zubereitet. Auf den Punkt. Auf den Punkt, danke Chef. Kleiner Tipp von mir und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt hören Sie mal ganz genau zu. Wenn Sie so einen Fisch grillen oder mediterran zubereiten, also Öl und ein bisschen Zitronensaft und sowas, dann kann man das mit diesem Pfeffer sehr gut machen. Hier so grob. Wenn Sie aber eine Soße dazu geben, ja, dann würde ich den Fisch etwas neutraler zubereiten, denn der schwarze Pfeffer und gerade dieses grobe Meersalz zerstört einfach diesen zarten Soßengeschmack. Es sind einfach zwei verschiedene Zubereitungsarten. Und von daher nur ein kleiner Tipp, ist jetzt hier kein Fehler, mit dem Reis zusammen alles wirklich ordentlich gekocht. Der Rest war ein Luxusproblem. Saiblingsfilet auf Basmati-Reis mit Gurkensalat. So, hier kann man ganz klar erkennen, wie man es nicht machen soll. Ja? Hier ist keine Soße, das ist so ein Hauch von nichts, obwohl es vom Ansatz gar nicht schlecht schmeckt. Dann haben wir hier den Fisch. Kann ich schon spüren, wenn ich ihn anfasse. Also schauen Sie sich das an, ich muss das unbedingt zeigen, weil das ist jetzt eine ganz große Chance, mal das zu zeigen. Schauen Sie sich hier diesen Fisch an, der ist weiß und durchgegart und dieser Fisch ist rosa und saftig. Und das sind Galaxien. Ja, Galaxienunterschied. Ja. Ja, das ist wirklich mit gekonnt und mit Liebe und das ist gewollt und nicht gekonnt. Ja. Dazu ist dann der Reis. Ja, das muss man doch mal sagen, wir haben doch hier den Unterschied.
Was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich darauf hin? Na, ist alles gut. Grundsätzlich ist das Standard zubereitet. Aber wenn ich natürlich solche Gegner habe, habe ich natürlich auch diesen Unterschied klar auf der Hand. Und Sie und Sie alle können feststellen, dass wir hier ganz klar schwarz ein Vorhaben. Aprikosentörtchen, also eine schön gebackene Mürbteigform, finde ich für diese kurze Kochzeit eine Riesenleistung. Dann haben wir hier so eine kleine Rosette gespritzt. Aus Marzipan, glaube ich. Ne? Ist das richtig so? Ja. Gehen wir also hin. Essen den Kuchen mal. Lecker. Schön gebacken, Rahmen dabei. Das Ganze hätte man so ein bisschen aprikotisieren können. Das heißt jetzt nicht, dass da noch mehr Aprikosenzutaten kommen, sondern aprikotisieren heißt, dass man die Früchte mit Marmelade versetzt. Ne? Und mit der Süße des Konfierten, der Marmelade, das Ganze so ein bisschen aufzupeppen. Ansonsten... Und narkotisieren ist ihr Zuhören. Dann haben wir Aprikosentörtchen mit Eierlikörschaum. Hier haben wir die Aprikose mit Rosinen. Dann haben wir einen Boden darunter. Dann haben wir Marzipan darunter. Ich zeige das mal ganz kurz. Hier, Marzipan. Und dann haben wir noch mal einen Mürbteigboden. Alter Falter, das ist ja... Ich probiere das mal, ich habe unterschrieben. Auf Lebzeiten. Die Idee finde ich erstmal klasse. Grundsätzlich sind die ersten zwei Attribute hier erfüllt worden, nämlich Kreativität und Mut. Aber ich finde das Ganze nicht gelungen. Zu viel Teig, zu grob, schlechtig. Schwarz ein Vor, schwarz gewonnen. Damit Glückwunsch. Ah, Männer. Schade. Aber sehr lustig, toll gekocht. Aber die Mädels sind halt stark. Ne? Komm, Mädels. 2000 Euro sind's. Das ist der Korb für 4000. 10 Sekunden Zeit. Schöner Korb. Kirsch, Kaninchen, Kartoffel, Vanilleschote. Hau mich weg, du. Also, wir waren echt gewillt, aber Kichererbsen. Oh, da kann man wegen nur, einer Zutat? Da kann man nur kichern. Was ist denn mit einer Zutat? Da machst du ein paar Spätzle oder ein paar Nudeln. Nee, hat viel Spaß gemacht. Wir haben echt richtig viel Spaß gehabt. Alles klar. Aber dann sagen wir Glückwunsch zu 2000 Euro. Danke. Ja, nochmal Glückwunsch an die Männer. Hat nicht ganz gereicht heute. Das bedeutet aber, morgen zwei neue Teams. Dieser Warenkorb und Frank, Seppel, Rosin auch wieder dabei. Ich bedanke mich und freue mich schon auf morgen. Grüß Gott, Kapitän Hensler.